Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Kaosti und heute gibt es ein kurzes Video zur Arena. Wie man sieht, ich bin jetzt wieder bei C1 angekommen, oder was heißt wieder? Ähm, ich bin jetzt bei C1 angekommen und muss sagen, es war ziemlich anstrengend, eigentlich. Aber ähm, da ich das jetzt geändert haben, dass man ab 1400 Punkte schon bei, bei C1 ist. Ähm, muss ich sagen, war es trotzdem irgendwie leichter. Auch ist bisher, also wir sind jetzt, es ist Sonntagmorgen, ich bin jetzt bei Rang 4600. Wenn ich überlege, vor zwei Wochen, und da war ich das letzte Mal probiert habe, war ich bei, ach, bei, ich glaube, 1500 rum und war Rang, keine Ahnung, 15.000 oder sowas. Also wo ich das einmal probiert habe, da musste man ja 1700. Äh, Punkte erreichen, um überhaupt C1 zu werden. Und jetzt ist halt eben trotzdem schon so früh, muss ich sagen, ist eigentlich ganz lustig. Vielleicht klappt es ja jetzt, dass ich auch C1 mal halten werde. Ich habe aus dem Grund jetzt eben, wie man gesehen hat, auch Miho äh, gebaut gehabt. Und <laughs> habe die jetzt in mein Dev, weil bisher hatte ich statt Miho hatte ich, oder allgemein hatte ich bisher eine andere Dev. Ich hatte vorher eine, eine abschreckende Dev, wenn man so will. Ich hatte Halfas als Lead. Dann Triana, Perna und Tyrannis, glaube ich. Also richtig so eine, eine, eine Dev, die ein bisschen aufhält. Und jetzt habe ich es eben umgeswitcht, wie man hier sieht, dass ich auch versuche, ab und zu mal einen Win zu holen. Habe deswegen jetzt eben äh, Miho gebaut. Ich hatte vorher Perna drinne. Aber, keine Ahnung, meine Perla ist wahrscheinlich einfach nur äh, schlecht oder so, ich weiß es nicht. Ähm, es war nicht wirklich abschreckend, also ich wurde trotzdem häufig angegriffen. Ich habe selten mal gewonnen. Und jetzt mit Miho, <laughs> Entschuldigung, habe ich trotzdem so ein bisschen das Ding, dass ich ähm, dieses RNG auf meiner Seite ein bisschen habe. A, ah, durch die Orion Buffs, äh, Buffs, ähm, Procs. Dann eben durch Miho, durch die Devs und sowas. Äh, mit Devs durch die Passive von Miho, dass halt eben durch Crits nicht gekillt werden kann und so weiter. Und ja. Bisher, muss ich sagen, habe ich mit, ja, man kann sagen, mit dreierlei Teams gearbeitet. Ziemlich low, wie ich noch war. Das heißt ziemlich low mit 1200, 1300 Punkten rum habe ich viel noch gekämpft mit meiner Easy äh, Off, das heißt ich habe einfach Psama Twins und Orion gespielt. Dann, wo ich ein bisschen höher kam, wurden immer mehr Tyrannis, immer mehr Pernas, Trianas, Mihos. Dann habe ich meine neu gebaute Raki benutzt, habe dann eben Psummer, ähm, Orion, Raki und Taranis gespielt. Und jetzt, wo ich halt eben noch ein Ticken höher bin, muss ich sagen, läuft diese Bruiser Dev hier am besten. Ich muss trotzdem viel sortieren. Also ich kann nicht wirklich jede Dev angreifen. Wenn ich wie hier zum Beispiel Buffer habe, ist es optimal. Ne? Also äh, gegen Pastet gegen kämpfe ich sehr gerne. Ja, weil die gibt meinem Bollwerk gleich Instant 5, 5, Instant 5, äh, äh, was heißt Wisdom, ich weiß gar nicht, was auf Deutsch heißt. Und durch die Triana verhindert es halt eben einen Tod. Durch Tyrannis, wenn mal einer stirbt, wie man ja vorhin gesehen hat, kann ich ihn halt eben Rüriffen und so weiter und so weiter. Aus dem Grund spiele ich die jetzt eigentlich ganz gern. Wie gesagt, ich muss ziemlich aussortieren. Ich kann. Äh, gegen viel CC sieht es schlecht aus. Also, wenn ich jetzt im Gegnerteam eine. Was hatte ich denn heute, wo ich abgekotzt habe? Und dann verloren habe. Was waren das? Eine Rika, eine Sean und Wusa glaube ich. Waren die drei? Und als Lead, glaube ich, Vanessa oder so. Also, richtig. Nee, nee, Quatsch. Das war. Rika, Taranis, Wusa und Vanessa. Genau. So. Durch die Vanessa Passiv konnte ich keinen einfach killen. So, dann hatte ich den Revive von Tyrannis. Und durch die, durch die Rika, da ich dass ich eben auch äh, Triana nur, nur gehabt habe. Mit dem einrunden Immunity ist halt eben einfach ein bisschen doof, ne? Ja, aber wie, wie gesagt, so an sich, muss ich sagen, läuft die echt nicht schlecht. Und ja, teilweise dauern die Kämpfe echt ewig lang. Also, wo ich vorher mich eingeloggt habe und instant halt eben mal kurz die paar Kämpfe gemacht. Ist das halt eben jetzt mittlerweile nervig. Ja. Wenn du für einen Kampf teilweise fünf Minuten oder noch länger brauchst, das ist nicht schön. Jo. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Ähm, der Kampf hier dauert jetzt einen Moment. Deswegen, also ich habe, ich muss gestehen, ich habe eine Aufnahme gemacht, also diese Aufnahme hier gemacht. Und vergessen, dass ich bei meinem letzten Video, also was ihr vorhin gesehen habt, diesen kurzen Ausschnitt mit der Seed wo ich mit, mit meinem Troll-Team halt eben dabei bin, ähm, hatte ich einen Ton weggemacht. Ich wollte einfach nur die Aufnahme haben und habe jetzt bei der Aufnahme hier vergessen, wieder den Ton mit ran zu machen. Aus dem Grund fehlt hier jetzt der Ton, deswegen muss ich es nochmal nachsprechen. Ne? Deswegen passt auch nicht optimal zu dem, was ihr hier seht. Aber ist ja wurscht. Ne? Aus dem Grund, ähm, da das jetzt auch ein Kampf ist, der ein bisschen länger dauert, werde ich mich jetzt hier schon mal verabschieden. Ähm, ihr könnt gerne noch bis zu Ende gucken, ob ich den Kampf gewinne oder nicht. Und ja, ansonsten war es das jetzt von meiner Seite. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß, hoffe, dass ihr euer Ziel erreicht und haut rein! Na, guckt noch jemand zu? Oder habt ihr alle weggeschaltet? jetzt langsam wird's riskant schaffe ich's oder schaffe ich's nicht ist noch jemand da? And the winner is. Badoom! Also wie man sieht, es wie gesagt es dauert teilweise echt lang, aber es funktioniert. Ne? Ich würde gern bessere Runen haben auf meinen Units. Gerade auf äh, Skogul, wie man es hier sieht, hätte ich bedeutend mehr Speed gerne. Aber im Moment geben meine Runen leider nicht mehr her. Wenn jemand mal Lust hat zu raiden, immer einfach mal ansprechen. Ähm, ich glaube, ich habe auch irgendwo mal meine Line-ID. Ich glaube, äh, bei, beim YouTube-Channel-Beschreibung oder wie auch immer ist meine Line-ID. Ähm, kann mich auch gerne mal anschreiben. Ich habe generell, wenn ich spiele, immer Lust zu raiden. Also zumindestens, wenn ich aktiv spiele. Meistens abends, wenn man halt eben so auf der Couch oder im Bett liegt und ähm, ja. Fernseh glotzt, dann spiele ich wirklich aktiv. Ansonsten ist es häufig so, dass mein Handy, also häufig mein, mein zweites Handy, mein altes Handy, dass das äh, zwar an ist und ich ab und zu mal drück, aber halt eben hauptsächlich bei mir in der Hosentasche ist und dann gucke ich ab und zu mal drauf. Gerade wenn ich ähm, zu Hause bin mit meinen zwei Kindern, dann kann ich nicht permanent spielen, ne? weil ich bin ja in erster Linie Elternteil und nicht hier Gamer. Und ja, ansonsten, wie gesagt... Bin ich immer mal gern bereit, ein paar Runden zu raiden. Ist auch schön. Ne? Und ja. Jetzt war es es aber wirklich von meiner Seite. Ne? Wer jetzt wirklich bis hierhin noch geguckt hat, vielen Dank fürs Zugucken. Und dann gibt es den Run noch fertig oder halt eben noch ein. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. <laughs> Ansonsten, wie gesagt, viel Spaß euch weiterhin.